I am the Jochenen, das ist der Frühsport für Sonntag, den 29. September 2024. Schönen guten Morgen. Ein ereignisreicher Sporttag liegt vor uns, deswegen gucken wir gar nicht lange auf den gestrigen, was den Fußball angeht. Das machen wir alles morgen und übermorgen in aller Ruhe, wie es gewohnt seid hier, montags und dienstags. Vielleicht noch der Hinweis, es gab keinen Sieger im Bundesliga-Topspiel. Bayern und Leverkusen trennen sich 1:1. Das wollte ich nochmal droppen an der Stelle. Droppen. Und ansonsten die deutschen Ligen morgen hier ausführlicher und die internationalen Ligen dann am Dienstag. Wie gewohnt, das ist ja schon seit längerem hier auf dem Kanal so. Eigentlich schon immer, ne? Nee, nicht schon immer. Ganz am Anfang war es noch nicht so. Gucken wir auf den Fußball vom heutigen Tage. Da haben wir Folgendes anzubieten. 2 Spiele aus der Bundesliga. Um 15:30 Kiel gegen Frankfurt und um 17:30 Hoffenheim gegen Bremen. Beide live zu sehen bei The Zone. Die zweite Liga um 13:30 live auf Sky mit Köln gegen Karlsruhe, Hannover, Nürnberg und Hertha BSC gegen Elversberg, Einzel- oder Konferenz bei Sky. Und die dritte Liga kommt daher um 13:30 mit Ingolstadt gegen Rostock, 16:30 Dresden-Aachen und 19:30 Bielefeld-Ferl, alles bei Magenta Sport. Und um 13:30 Ingolstadt-Rostock auch bei Magenta Sport. Sport zu sehen. Die Frauen-Bundesliga, 14 Uhr Bremen gegen Bayern München und um 17 Uhr dann Frankfurt gegen Wolfsburg. Sicherlich das attraktivste Spiel dieses Wochenendes, zumindest von der Ansetzung her. Die Bundesligaspiele der Frauen natürlich bei The Zone und bei Magenta Sport zu sehen. Premier League hat heute um 17:30 das Topspiel Manchester United gegen Tottenham Hotspur. Und schon um 15 Uhr gibt es Ipswich gegen Aston Villa. Wer da gerne reingucken möchte, Aston Villa mit der Möglichkeit, hier Tabellenführer zu werden, wenn sie gewinnen. Frankreich mit einigen Spielen, das Topspiel am Abend um 20:45 Strasbourg gegen Olympique Marseille, live auf The Zone. Die Premier League, vergesse ich glaube ich jedes Mal zu sagen, auf Sky. Und der Rest Europas auf The Zone, zum Beispiel auch Italien. Da gibt es heute aber auch keinen absoluten Knaller um 20:45 Napoli gegen Monza. Jo. Guckt, wenn ihr möchtet. Und Como verteidigt die Unofficial World Club Championship um 15 Uhr gegen Hellas Verona. Spanien kommt aber mit einem richtigen Knaller heute noch daher. Um 21 Uhr nämlich ein Derby. In Madrid, Atletico gegen Real. Das geht irgendwie immer. Wer Lust hat, es mal laufen zu lassen auf Second, Third, sonst was Screen, der möge das gerne tun. Ich glaube, das könnte wieder sehr spektakulär werden. Und was ich nicht vergessen möchte, Free TV ist grüßend. Das Frauen-Bundesligaspiel Frankfurt gegen Wolfsburg, habe ich vergessen zu sagen, läuft auch im ZDF im linearen Fernsehen. Wer da Lust drauf hat, schaue da gerne rein. Das Ganze im ZDF im Anschluss an die Entscheidung bei der Rad-WM. Da gibt es heute nämlich das Straßenrennen der Männer. Das könnt ihr ab 15.30 Uhr auf dem ZDF sehen oder auch schon ab 10.30 Uhr auf Eurosport 1. Da gibt es also dann die volle Ladung Rad-WM. Und die Frauen, die haben gestern bereits ihr Rennen gefahren und die Weltmeisterin, die neue, heißt Lotte Kopecky. Liane Lippert verpasst im Zielsprint als Vierte knapp leider die Medaille. Und die beste U23-Fahrerin ist Antonia Niedermayer. Die wird nämlich im Endeffekt zwar 18. im Gesamtrennen, aber das ist der drittbeste Platz. Habe ich gesagt, die beste U23-Fahrerin? Stimmt nicht, die drittbeste. Die beste Deutsche. Die hat damit Bronze gewonnen in der U23-Wertung. Hat er bereits in der Zeitfahrwertung Gold geholt. Jetzt also noch eine Bronzemedaille hinten dran. Das kann man mal so stehen lassen. Und ich habe sie live gesehen in Paris. An mir vorbeigelaufen. Und hat gesagt, nichts hat sie gesagt, weil sie mich, glaube ich. Ey, mach weiter. Wir gehen auf Eishockey. Da gibt es heute einiges geboten wieder in der deutschen Eishockey-Liga. Und zwar ein voller Spieltag. Um 14 Uhr geht's los. Fischton Penguins gegen Adler Mannheim. Dann haben wir Frankfurt-Wolfsburg. Und dann um 16:30 Uhr Iserlohn Ingolstadt, Nürnberg-Düsseldorf und Straubing München. Und am Abend dann um 19.15 Uhr Augsburg-Köln und Schwenningen gegen die Eisbären. Alle Spiele natürlich, wie ihr das gewohnt seid, live auf Magenta Sport. Und dann gibt es doch bestimmt wieder ein Topspiel live zu sehen bei DF1. Und zwar ist das die Paarung zwischen Schwenningen und den Eisbären Berlin um 17:15. Das also hier heute auch im Free TV zu erleben. Tennis geht weiter in Peking. Gibt es da was Nennenswertes aus deutscher Sicht? Da sind die gar nicht so wirklich jetzt auf Plan. Ne? Ich glaube, Laura Siegemund spielt jetzt im Doppel noch. Ja, mit Harald Mayer. Stimmt. Aber schon jetzt früh am Sonntag. Ansonsten Tennis aus Peking auf Sky ab 5 Uhr in der Früh oder ab 4 Uhr in der Früh, glaube ich, bis mittags hinein. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Dann gucken wir auf die Basketball-Bundesliga. Berlin gewinnt gegen Oldenburg, Ulm gewinnt gegen Würzburg.
und Bonn schlägt den mitteldeutschen BC am gestrigen Tag. Dazu die Rostocker gegen Göttingen erfolgreich. Und heute geht es weiter in der BBL mit den Paarungen Bayern München gegen Hamburg um 15 Uhr, Heidelberg gegen Vechta auch um 15 Uhr und Frankfurt Bamberg um 16:30 Uhr. Alle drei Spiele bei Dein Sports. Und das 16:30 Uhr Spiel jetzt dann doch, letzte Woche war es nämlich nicht so, bei Welt TV zu sehen im Free TV. Ich habe letzte Woche noch gesagt, nanu, wo ist die BBL im Free TV hin? Da ist er, 16:30 Uhr, Frankfurt gegen Bamberg. Also es ist nach wie vor jetzt dann doch so, dass es ein Live-Spiel auf Welt zu sehen gibt nach der Handball-Bundesliga. Also der alte Sonntags-Doubleheader bleibt uns erhalten. Eben zuerst Handball und dann Basketball. Und im Handball, wenn wir gerade schon dabei sind, gibt es heute zu sehen ab 15 Uhr Bietigheim gegen Gummersbach. Das der Vollständigkeit halber. Auch das auf Dein Sports, dazu um 16:30 Uhr Berlin-Erlangen und Stuttgart gegen Wetzlar. Und die Magdeburg spielen auch noch bei der Vereins-WM. Bei der Club-WM, da spielen sie um 14 Uhr gegen Al-Khalaish aus Saudi-Arabien um den Gruppensieg. Gestern waren sie bereits erfolgreich gewesen gegen... Es tut mir leid, ich bin gerade wieder mal sehr am Gähnen. Aber es ist auch schon wieder 2 Uhr nachts. Gestern gegen die California Eagles 57:21 gewonnen, kann man mal machen. Und damit also die Magdeburger auf, noch nicht ganz auf Weg ins Halbfinale, aber es sieht sehr, sehr gut aus an der Stelle. Jetzt allerdings gegen den Vertreter heute Al-Khalaish sollten sie natürlich auch gewinnen, tunlichst. Und ich glaube, das werden sie wohl auch. Da bin ich mal recht optimistisch. Dann gucken wir auf den President's Cup im Golf. Da steht es jetzt 11:7 für die USA nach dem dritten Tag gegen das Team international ohne Europa. Und heute fällt dann die Entscheidung in den Einzelmatches. Ab 18 Uhr könnt ihr auf Sky Golf live dabei sein, wenn hier wieder gespielt wird in Kanada. Die zeigen es euch dann aber mal so richtig. So, Premier League hatten wir schon. Dann würde ich jetzt übergehen zum Football. Die NFL steht dort wieder an und zwar mit Week 4. Da gibt es folgende Spiele live zu sehen auf RTL. Die Philadelphia Eagles zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers um 19 Uhr. Danach um 22 Uhr Kansas City Chiefs bei den LA Chargers. Auf RTL Plus gibt es um 19 Uhr zusätzlich Minnesota zu Gast in Green Bay. Und auf The Zone gibt es um 19 Uhr New Orleans in Atlanta. Danach um 22 Uhr New England Patriots bei den San Francisco 49ers zu Gast. Und dann im Nachtspiel um 14:45 Buffalo zu Gast in Baltimore. Und natürlich die Red Zone und die End Zone. Ihr kennt ja das Programm auf The Zone. Das ist heute auch an diesem Spieltag wieder ganz normal für euch am Start. Ab 8.30 Uhr ist RTL live in Berlin, beim Berlin-Marathon, der 50. Berlin-Marathon. Und eine riesen Sendestrecke auf RTL ist da freigeräumt. 4 Stunden lang unter dem Motto Rekorde, Emotionen, Party. Also genau das, was es hier auch jeden Tag gibt. Ihr kennt das. Da heißt es nur ein bisschen anders. Da heißt es einfach nur Zahlen, Daten, Gähnen. Und so ähnlich. Ja, trotzdem seid ihr schon dabei. Schön, dass ihr es seid. Freut mich sehr, dass ihr dieses seltsame Programm hier doch irgendwie immer wieder noch annehmt. Das ist eine gute Sache. Danke dafür. Dann schauen wir kurz auf die Autofahrtwettbewerbe. Um 13 Uhr geht es bei ProSieben los mit der Übertragung und um 13:30 Uhr startet die DTM live vom Red Bull Ring. Gestern gab es da in Spielberg bereits das erste Rennen. Am Schluss hat Mirko Bortolotti aus Italien gewonnen. Die Deutschen ganz stark, 4 in den Top 10. Wir haben Maro Engel auf der 2, Luca Stolz auf der 4. Dann haben wir auf der 9 René Rast und da fehlt aber einer, wer fehlt mir noch? Hier, auf der 6 ist es noch Maximilian Paul gewesen. Also 4 Leute in den Top 10, mal gucken, ob es heute genauso weitergeht, 13:30 Uhr das zweite Rennen. Ihr könnt live dabei sein auf ran.de oder auch im ProSieben TV. Sagt man im ProSieben TV eigentlich? Ja, das darf man glaube ich schon sagen. Ist ja auch so, ist ja das ProSieben TV. So, Tischtennis noch, der China Smash, die Quali beendet für Rovin Filos und Ricardo Walter, weil sie beide ausgeschieden sind. Sabine Winter hat sich aber ins Hauptfeld gespielt, die hat die Quali überstanden. Herzlichen Glückwunsch dazu, heute geht es dann weiter und morgen und übermorgen mit den nächsten Partien. Habt ihr ja schon gesagt, dann kommen dann auch die ganzen gesetzten Spieler mit rein, die nicht Quali spielen mussten. Und auf Dein Sports könnt ihr das Ganze ausführlich verfolgen. Ich vermelde dann, wenn es Ergebnisse gibt, wie die ausgegangen sind oder wie die lauten, muss man glaube ich sagen, korrekterweise, ja. So, dann gab es noch die Wasserball-Eurocup-Qualifikation. Da sieht es aus deutscher Sicht nicht gut aus. Ludwigsburg wieder zweimal verloren gestern. Duisburg hat gewonnen, Potsdam hat verloren. Läuft noch ein bisschen die Quali, wir bleiben da dran. Und wenn die dann zu Ende gespielt ist, verrate ich euch, wer es in die Hauptrunde da geschafft hat und wer nicht.
Wer es geschafft hat in den German Bowl, das sind die Potsdam Royals und die Dresden Monarchs, die haben sich nämlich in den deutschen, in den GFL, den German Football League Playoffs durchgesetzt. Potsdam 25-6 gegen Braunschweig, das war klar, klares Ergebnis. Und Dresden gegen Hildesheim 27-13, das war ein bisschen knapper, aber jetzt auch nicht viel. Von daher haben wir also ein würdiges Finale, würde ich mal sagen. Potsdam gegen Dresden. So, und ich glaube, auch dieses Video hat ein würdiges Finale, weil ich habe jetzt hier nichts mehr. Habe ich noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Ich glaube, der Worte sind genug gewechselt. Die Themen hatten wir auch, Radsport hatten wir auch, NFL hatten wir. Ja, dann reicht's für heute, würde ich sagen. Ich gehe schlafen, ihr guckt hoffentlich jetzt heute ein bisschen was in Sachen Sport euch an. Gibt ja auch wieder einiges im Free-TV, wenn ihr Lust habt. Straßenrad-WM zum Beispiel, Frauen-Bundesliga-Topspiel. Wir hatten es ja gerade schon alles durchgekaut, was es gibt. Autofahren gibt es live im Free-TV oder auch Handball-Bundesliga oder die Basketball-Bundesliga. Und mehr, sucht euch was Nettes raus und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem Montagsfrühsport. Dann schauen wir auf die deutschen Fußball-Top-Ligen und resümieren das Wochenende, wie jeden Montag. Danke, dass ihr dabei wart. Schönen Sonntag euch und bis morgen hoffentlich.